Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Want to Show You. Heute zeige ich euch das Verschlüsselungsprogramm TrueCrypt. Vor allem in Bezug auf den Weg, wie man am sichersten und am verschlüsselsten Daten und vor allem digitale Bilder und Clips in einem verschlüsselten Container über eine Cloud zu euren Bekannten und Freunden übertragen und bringen könnt, ohne dass es irgendjemand Fremdes sieht. Und es ist halt verschlüsselt, ist halt geil, ja. Zuallererst brauchen wir das Programm. Das sehen wir jetzt hier mal so schön mit so ein paar Icons und wie das so dann ungefähr aussieht. Als erstes müssen wir uns downloaden. Das ist natürlich free, die Software. Zum einen kann man es ganz einfach TrueCrypt in Google eingeben und eine von diesen vielen Links nehmen und es herunterladen. Ich habe es jetzt über Heise heruntergeladen. Da gibt es verschiedene Versionen. Einmal natürlich auch fürs Betriebssystem. Gibt Windows, gibt Apple, gibt Linux, ist alles dabei. Und kann man sich echt schön bedienen, aber wir hätten halt gerne den Installer, also die volle Version, nicht die portable Version von TrueCrypt in der Version 7.1a. Da einfach draufklicken und downloaden, sind nur 3,31 MB und dann wird das gedownloadet hier und ich habe das dann schon einmal heruntergeladen. So, zuallererst müssen wir die Datei natürlich installieren, Doppelklick und gibt natürlich die verschiedenen Fragemöglichkeiten bei Windows immer, ob sie es wirklich ausführen wollen. Gehen wir auf Ja. Dann haben wir hier die Richtlinien. Dann muss man jetzt nicht scrollen, kann man sich auch mal durchlesen, ist halt alles auf Englisch. Das Programm ist total auf Englisch. Akzeptieren wir natürlich die Terms und gehen auf Next. Dann Install mit Full mit und auch Selection Options. Da kann man dann halt alles aussehen, was man davon installieren will. Also oberstes, Next. Dann natürlich den Ort lassen wir standardmäßig auf C. Dann für alle User installieren. Im Startmenü das Icon hin, auf dem Desktop das Icon hin. Dann Extraction, einfach voll und Create System Restore Point. Also einfach jeden Haken drin lassen und auf Install klicken. So, halt installiert das. Es dauert minimalst. Ja. Komm schon. Ja, fertig. Gut, successful, okay. Dann auf Finish gehen. Jetzt würde er uns ein Tutorial zeigen. Da gehen wir jetzt aber mal auf Nein, denn ich bin ja dafür da. So, das Programm ist halt installiert. Die Installationsdatei brauchen wir eigentlich nicht mehr. Okay. Als nächstes brauchen wir unseren, ja, das heißt bei TrueCrypt Container. In diesem verschlüsselten Container sind unsere digitalen Bilder und Clips drin. So, den müssen wir natürlich jetzt erstmal downloaden. Da benutze ich eine Google Drive als Cloud, weil die hat sehr viel Speicherplatz mit den 15 GB und da habe ich jetzt hier einen Weblink. Den kopiere ich diesen Weblink und füge ihn bei mir hier oben in meinem Browser ein. Jetzt lädt er kurz und ich bin auf Google Drive. Nur die Person, die den Link hat, kommt hier hin. Gut, man muss auch bei Google Drive oder YouTube oder Google Plus oder whatever, was halt Google noch alles hat, Gmail, müsst ihr nicht angemeldet sein, damit ihr diesen Link ausführen könnt. Hier seht ihr jetzt die Datei. Obwohl diese Datei verschlüsselt ist und ja, diese Cloud liegt ja irgendwo in Buxtehude auf einer Insel oder sowas, sollte sie jetzt nicht erkennbar sein. Partybilder 2015, oh, besoffen, was weiß ich, XY, sollte da nicht stehen. Deshalb habe ich das sehr simpel gehalten mit Test 1, Datum 2016 und die Größe. Denn wenn ich jetzt hier auf ja, Herunterladen klicke, ja, noch bestätigen wegen Virengedöns, ja. So, jetzt gehe ich hier unten auf alle Downloads anzeigen. Genau. Dann wird das hier runtergeladen. Da habe ich jetzt nochmal dazu geschrieben, wie groß die Datei ist, denn der zeigt mir halt hier nicht die Endgröße an. Sehr interessanterweise ziehe ich das gerade hier mit 600 Kilobits. Es kann gut möglich sein, je nachdem, wie schnell eure Internetleitung ist, dass das schneller, mal langsamer ist oder das Google Drive, das eventuell, da bin ich mir aber unsicher, blockiert irgendeine Geschwindigkeit, dass ihr zum Beispiel nicht höher als ein Mbit ziehen könnt. Okay, das breche ich jetzt mal ab, denn ich habe die Datei schon runtergeladen. Gut, dann können wir wieder schließen, können wir wieder minimieren. Genau, so, das ist jetzt dieser Container. Als nächstes starten wir mal TrueCrypt. So, ich mache das jetzt mal hier drüber. Natürlich ist er natürlich auch ein. Komm schon, ich bin zu blöd zum Tippen. Da ist es doch ein Icon auf eurem Desktop. Gut, so, das ist TrueCrypt. Da muss man jetzt nicht sehr viel hier oben in den Einstellungen, muss man jetzt nichts ändern. Eure verschlüsselten Container oder verschlüsselten Festplatten, die das Programm auch machen kann, muss eingebunden werden in einen übrig gebliebenen Laufwerkbuchstaben. Wenn ich jetzt hier auf den Computer, respektive Arbeitsplatz gehe, gibt es natürlich belegte Buchstaben und die freien Buchstaben. Darauf wollen wir natürlich jetzt unseren Container öffnen. Da müssen wir zuallererst natürlich unseren File auswählen, Select File. Der ist bei mir in meinem Downloads-Ordner drin und da ist es. Da ist die Datei, die wir runtergeladen haben. So, die gehen wir jetzt auf Öffnen, suchen uns irgendeinen Buchstaben aus.
Gehen jetzt entweder auf Doppelklick oder hier unten auf Mount. Jetzt hätte er gern das Passwort. So, wenn ihr das jetzt so ähnlich machen wollt, macht das am besten so. Ihr habt zum einen den Weblink, wo diese Datei steht. Die schickt ihr jetzt euren Freunden zum Beispiel in Telegram, in Thema, in WhatsApp, whatever. Aber den Key, den müsst ihr in etwas anderes schicken, damit das getrennt ist. SMS, E-Mail oder einfach persönlich, ja? Gott, den kopieren wir jetzt einfach mal und packen wir ihn hier mal rein. Okay, dann gehen wir auf OK. So, jetzt haben wir das gemountet. Jetzt haben wir da unseren Container drin. Der hat halt die Größe von fast 250 MB. Entweder machen wir jetzt Doppelklick drauf und der Container öffnet sich, oder bei unserem Arbeitspatioten ist er hier auch zu sehen. Genau. So, hier drin sind jetzt unsere Bilder. Ich habe da jetzt einfach mal Bilder von meiner Katze genommen. Bei mir ist die Sortierung so, dass man erst den Namen hat, um was es geht, dann ein Datum und danach die Kameras oder halt auch die Person. Man weiß ja nicht immer, ob jetzt, was weiß ich, ein Lukas, was er genau für eine Kamera hat. Und so kann man das dann aufzählen und somit weiß man, ah, der hat seine Bilder abgegeben, der noch nicht. Okay, hier mit das S2, mein altes Smartphone drin. Da sehen wir jetzt hier die schönen Katzenbilder. Kann man jetzt drauf gehen. Oh, süß, wunderbar. Dann gehen wir hier auf das LG Nexus 5X. Da haben wir hier unten auch ein schönes Video drin. Hat alles wunderbar funktioniert. Hier auch nochmal, auch viel schöner die Auflösung. Aber ich schwelge mal wieder zu viel ab. Gut, so, jetzt sind aber diese Bilder von uns, ich gehe mal wieder zurück, 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 noch in diesem Container drin. So, wir müssen sie jetzt natürlich, Steuerung C oder rechte Maustaste kopieren, rauskopieren. Und ich kopiere sie jetzt einfach mal hier in unseren Download-Ordner rein. Oh, es geht recht schnell, dank SSD. Wo ihr das jetzt bei euch reinkopiert, auf den Desktop, auf eigene Bilder, ist ja egal. Hauptsache raus aus diesem Laufwerk, aus diesem Container. So, jetzt schließt ihr dieses Laufwerk wieder, geht wieder zurück auf To Crypt und dismount das Ganze. Ist weg, wunderbar. Jetzt können wir wieder auf unseren Arbeitsplatz gehen und es ist weg. Super. Jetzt könnt ihr ganz einfach diese Datei hier löschen, braucht ihr nicht mehr, die Installationsdatei eigentlich auch nicht mehr, und ihr habt die Bilder bekommen. Ganz einfach. So kann man ja, seine Bilder und digitale Bilder, Daten, Clips, Dokumente etc. verschlüsselt zu seinen jeweiligen Personen schicken. Nicht wundern, TrueCrypt ist auch hier unten in der Uhr drin. Das ist aber ganz normal. Ihr könnt das dann schließen oder hier dann rechte Maustaste schließen. Aber ich brauche das Programm jetzt gleich nochmal. Die Passwörter in TrueCrypt müssen mindestens 20 Zeilen lang sein. Und da komme ich jetzt hier noch einmal zu dem Passwortgenerator. Da gibt es ja unendlich viele im Internet. Da kann man dann einfach hier Sonderzeichen, papa, generieren mir mal eins, was 20 Zeilen lang ist. Davon hätte ich gerne 10 Stück und jetzt generieren. Dann nimmt ihr davon ein Passwort zum Beispiel, kopiert es, geht jetzt hier in euren, ja, Queenie, das ist ja meine Katze, so heißt die, da rein. Aber dieses Passwort solltet ihr in dieser originalen Version jetzt nicht nehmen. Da gehen wir jetzt mal 2 Stück weg und machen 2, 3 andere Buchstaben weiterhin. So ist das ganz einfach. So, da hättet ihr jetzt zum Beispiel euer Passwort. Ihr könnt natürlich auch ein festes Passwort in eurem Freundeskreis anlegen. Das könnt ihr dann immer benutzen. Aber auch wenn es ein festes ist, nach einem halben Jahr solltet ihr es vielleicht doch schon mal ändern. Oder ihr habt vielleicht ein Bild, zum Beispiel eine Running Order von einem Festival. Und das Passwort besteht quasi aus gewissen Bands, wo ihr wart. Und dann müssen die Leute einfach nur noch auf dieses Bild gucken. Dann bekommen sie, okay, das und das und das und der Zeile, die einfach zusammenfügen als 20-zeiliges Ding. Und dann haben sie ebenfalls ein Passwort. Also so kann man rein theoretisch ein sicheres Passwort machen. Was auch noch sehr wichtig ist, wenn ihr halt so einen, ja, Container runterladen wollt, ist natürlich eure Downloadgeschwindigkeit sehr wichtig. Ich habe jetzt nur 5,18 Mbit, das ist echt nicht viel. Wenn ihr jetzt aber so einen Container selbst in irgendeine Cloud, es muss nicht Google Drive sein, Google Drive hat halt das Gute, dass es einfach mal umsonst 15 GB gibt. Ja, ihr braucht halt, wenn ihr so einen Container selber, hier so diesen, wo ist er denn? Nee, den habe ich ja schon gelöscht. Ach je. Also wenn ihr so einen Container quasi selbst dann erstellt und dann hochladet, es muss halt euer Upload sehr hoch sein. Also das dauert hier Stunden mit dieser Upload-Geschwindigkeit. Ich hoffe, ihr habt besseres Internet. So. Jetzt zeige ich euch noch, wie man so einen Container in TrueCrypt selbst erstellt. Wir haben hier wieder unser TrueCrypt offen. Gehen wir da auf Minimieren. So. Da müssen wir jetzt auf Create Volumen gehen. Da hatten wir jetzt zum einen Create an Encrypt File Container. Genau, das wollen wir machen. Ja, aufs Erste.
Dann gehen wir auf Standard, man kann das Ding auch versteckt machen, aber brauchen wir jetzt nicht, wir wollen es ja verschicken. Dann müssen wir Select File machen, da gehe ich jetzt wieder in meinen Downloads-Ordner und nenne das Ding jetzt mal Test 2, damit wir da nicht in Denkschwierigkeiten kommen. Never Change History, dann merkt er sich diese Pfade nicht, kann man eigentlich mal so lassen. Next. Dann kann man hier verschiedene Formen der Verschlüsselung wählen. Ich nehme mal den Standard und hier noch so einen Hash-Algorithmen, nämlich auch immer Standard und dann geht es auf Weiter oder auf Next. Dann werden wir uns jetzt nochmal hier bei unserem Downloads-Ordner unsere Katzenbilder angucken. Das sind 246 MB. Der Container kann nicht genau 246 MB groß sein. Das sollte ein bisschen Puffer sein, weil MBs und Kilobytes sind ja immer die 1024, muss man da hier mit berechnen. Also machen wir jetzt mal 250 MB. Next. Dann brauchen wir unser Passwort. Oh, ich nehme jetzt ich nehme jetzt mal unser neues Passwort, nicht das alte. Ja, zack, immer mal wechseln. Ich mache das mit Steuerung V, mache ich das da rein und gehe jetzt wieder auf Next. Gehe erstmal wieder auf Minimieren. So. Wenn ihr einen Container macht, der größer als 4 GB ist und wo auch Dateien drin sind, die größer als 4 GB sind, fragt TrueCrypt noch einmal nach, was für ein Filesystem ihr nehmen wollt. Ob ihr FAT32 oder NTFS nehmen wollt. Denn NTFS hat halt die Sache, ihr könnt halt Dateien, die größer sind als 4 GB, speichern. Wie halt bei einer Festplatte so üblich. Ja. Genau, aber wir bleiben jetzt, weil es so klein ist, bei FAT32. Dann wäre das schon mal geregelt. Jetzt können wir, wenn wir in diesem Fenster hier bleiben und solange das hier aktiviert ist mit dem Haken, erhöht sich unsere Verschlüsselung, umso länger wir mit dem Mauszeiger hier in diesem Fenster bleiben. Oh, das kann man jetzt so oh, mal machen, so 1 bis 3 Minuten würde ich mal schätzen, aber es reicht dicke aus und irgendwann wird ja auch mal der Arm taub. Dann gehen wir auf Format. Das geht recht schnell, dank SSD. Und fertig. Und okay, successful. So. Dann gehen wir auf Exit. Jetzt machen wir natürlich wieder unser Select-File. Gehen wieder in unser Downloads-Ordner. Nehmen unser Test 2. Öffnen ihn. Nehmen irgendeinen x-beliebigen Buchstaben. Gehen in unser Passwort-Ding. Nehmen unser selbstgemachtes Passwort. Kopieren es. Fügen es ein. Gehen auf OK. Und schwuppdiwupp haben wir nun unseren Container. Schlüssel, bla bla bla. So. Der ist natürlich noch leer. Auch über den Weg, über den Computer. Er ist leer. Da müssen natürlich jetzt erstmal unsere Daten drauf. Nehmen wir wieder unsere netten Katzenbilder. So, das ging jetzt recht schnell, dank SSD. So, das ist jetzt drauf. Da kann man jetzt nochmal gucken. Wenn ich jetzt zurück hier auf den Computer gehe, passt genau. Schließen wir das. Und dann machen wir das nochmal. Es kann vorkommen, da Windows und der Explorer manchmal aus irgendeinem Grund noch irgendwie auf manche Daten Zugriff haben, dass er hier rummeckert. Also eine Fehlermeldung von TrueCrypt selbst. Und dann geht der halt einfach, ja, ich möchte jetzt das maufen. Es kann sein, dass vielleicht noch ein Bild über den Container auf ist oder irgendwie sowas, was es ihr nicht bemerkt. Könnt ihr dann einfach schließen. Ja, kann man so machen. So, Bilder sind drauf. Container ist dismauft. Und hier haben wir ihn. Den können wir jetzt über eine Cloud hochladen. Fertig, könnte man damit sagen. Ja? Somit kann man quasi Bilder digital oder digital übers Internet verschlüsselt und sicher verschicken. Nett, oder? Als kleines Extra zeige ich euch jetzt nochmal die zwei, drei letzten Funktionen mit TrueCrypt. Ihr könnt nicht nur Container erstellen, ihr könnt auch bei Create Volumen auf Encrypt Non-System-Partition gehen. Damit könnt ihr eine gesamte Festplatte verschlüsseln. Gehen wir da mal auf Next, dann zeige ich euch das mal. Wieder die Standardabfrage, Standard oder Hidden. Da würde ich euch vorschlagen, eher auf Versteckt zu gehen, denn wenn ihr Standard macht, und wir haben jetzt hier mal zum Beispiel diese Festplatte, die wird dann als wie halt Festplatten normal heißen, lokales Laufwerk Gedöns. Und die kriegt halt hier unten diese Anzeige ist halt weg, der Strich und die Größe ist halt weg. Und wenn ihr an einem fremden PC ohne TrueCrypt einfach Doppelklick auf diese verschlüsselte Laufwerk macht, fragt Windows nach oder auch andere Betriebssysteme, die Platte muss formatiert werden und tja, dann löscht ihr natürlich auch das Verschlüsselte und ihr könnt nicht darauf zugreifen. Wie ihr das jetzt erstellt und wie ihr zugreift, ist eigentlich fast identisch, wie als ob man einen Container macht. Wir gehen wieder auf Standard oder halt auf Hidden, müssen diesmal nicht Select File, sondern Select Device machen, wählen unser Ding aus, gehen auf OK und dann beginnen diese ganzen Schritte, die wir gerade eben schon gemacht haben, noch einmal von vorne. Dann wählen wir halt wieder irgendeinen Buchstaben aus. Der sollte in diesem Fall immer ein fester Buchstabe sein, denn wenn ihr in diesem verschlüsselten Container ein Programm oder irgendetwas habt, was einen Pfadweg braucht, wie zum Beispiel C-Programme, LOL, muss immer an der gleichen Stelle sein oder so, oder müsstet ihr in diesem Fall, wenn ihr diesen Container mit solchen Daten füllt, immer ein Zeichen haben. Ja? Da müssen wir jetzt aber hier unten auf Select File gehen und
unsere verschlüsselte Partition, Festplatte etc. auswählen, OK klicken und wieder auf Doppelklick und dann hier eingeben. Genau. Was man dazu noch machen kann, ist, man kann seine, hier unten in diesem Punkt, seine ganze C, also seine ganze Systempartition verschlüsseln. Das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine SSD, also eine Solid State Disk, hab schon wieder Sprachfehler, also keine Hard Drive Disk, keine HDD, also eine schnelle Festplatte habt, dann macht das Sinn, denn das zieht halt schon Ressourcen. Das sieht dann so aus, der rechnet dann da, bla 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 bla. Ihr müsst auch gucken, eure Festplatte muss richtig formatiert sein. Jetzt nicht NTFS und FAT, ich meine damit dieses MBT und GTP, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, wie halt Festplatten in dieser Tabellenart und Weise gedingst sind. Ja. Irgendwie so. Das kann man hier nochmal zeigen, wenn man hier auf Computer, Verwalten, schneller geht, Datenspeicher, Snap-in und erlädt und erlädt. Und da haben wir es schon. Wenn ich hier irgendein Laufwerk nehme, genau. Er braucht halt MBR oder das andere. Ich weiß nicht mehr, eins von beiden braucht er, sonst funktioniert diese Systemverschlüsselung nicht. Das sieht dann so aus, er rechnet, ihr habt euer Windows schon installiert, eure Daten da drauf, ihr startet irgendwann neu und bevor die allererste Maske beim Booten von einem System ist eine DOS-Maske, schön schwarz-weiß. Und dann fragt TrueCrypt in einem ganz einfachen Ding euer Passwort natürlich wieder 20 Zeilen mindestens ab. Und dann seid ihr dann halt auf einem verschlüsselten System. Ist sehr praktisch, vor allem bei Notebooks und wenn ihr viel unterwegs seid. Genau. Als letzten Schmankerl könnte ich dazu noch sagen, ihr könnt natürlich nicht nur Passwörter nehmen, ihr könnt auch, ich habe immer noch hier meinen Testfile drin, könnt ihr hier unten auch Keyfiles einbeziehen. Keyfiles sind halt Dateien, wo halt ein exorbitant langer Schlüssel drin ist, der mal mindestens um Welten mehr als 20 Zeilen hat. So könnt ihr das in eurem Freundeskreis eigentlich auch machen, dass jeder diesen Keyfile hat und dann ist das noch einmal um Welten sicherer. So, dann würde ich sagen, das war's von diesem Mal von einer Folge von I Want to Show You auf den Hinsicht von dem Verschlüsselungsprogramm TrueCrypt. Alle möglichen Links ist alles natürlich verlinkt in der Infobox unten und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.